Jo Leute, in diesem Guide zu Dragon's Dogma 2 zeige ich euch, wie ihr den magischen Bogenschützen als Klasse oder Laufbahn freischalten könnt. Auf dem Weg zum Ziel könnt ihr auch noch die Klasse Kriegsmeister freischalten, das habe ich in einem extra Video gezeigt, weil beides in einem ist viel zu viel Verwirrung. Unsere Reise beginnt in der Hauptstadt von Batal, Bakbatal, die wir nach links, also nach Westen verlassen, um die Seilbahn zu benutzen. Jetzt müssen wir zweimal mit der Seilbahn fahren. Ich zeige euch jetzt den Weg, wie man da hinkommt. Ihr müsst euch hier am Ausgang rechts halten und dann gleich da nach oben laufen. Und dann seid ihr auch bald da. So, hier ist die Seilbahn. Ihr müsst ein bisschen hier kurbeln, bis sie überhaupt mal kommt. Und ihr könnt es auch einen Vasallen machen lassen, wenn ihr wollt, und dann kommt sie endlich mal an. Ihr steigt ein und ihr müsst auch dafür sorgen, dass eure Vasallen euch folgen, denn ihr werdet auf dem Weg wahrscheinlich von Harpyen angegriffen und wenn ihr alleine seid, dann könntet ihr da abstürzen. Deswegen benutzt den Befehl zu mir und dann kommen sie auch mit in die Seilbahn und dann habt ihr eigentlich gar kein Problem. Gleich kommen wir an der ersten Station an. Bei euch dauert es natürlich länger. Ich habe das klar geschnitten, damit das Video nicht genauso lange dauert wie der Weg. Und wir müssen jetzt auch schon gleich die nächste Seilbahn benutzen. Ich laufe jetzt für euch dahin und es kann sein, dass auf dem Weg auch noch Gegner sind. Erledigt sie ganz schnell und dann geht's ab zur nächsten Station. Ich lasse das jetzt einfach mal hier ungeschnitten, weil sonst stifte ich nur Verwirrung mit den ganzen Cuts. Und das wollen wir nicht. Also, bei dieser Seilbahn hier vorne müsst ihr wieder kurbeln und dann warten, bis sie kommt. Dann macht ihr das gleiche, ihr benutzt den Befehl zu mir, damit eure Vasallen euch folgen und dann könnt ihr losfahren. Diese Fahrt dauert etwas länger, wir fahren jetzt komplett in den Süden von Batal und dort ist auch Endstation für die Seilbahn. Hier auf der Karte seht ihr kurz, wo genau ihr langfahren müsst, also von Batal nach links und dann von dort, von der Station nach unten. Das war's. Also von Seilbahnstation Nummer 4, welches die Endstation ist, laufen wir jetzt zur Drapnirs Grotte. Ihr seht den Eingang gerade hier im Video und ich zeige euch auf der Karte, wo man langlaufen muss. Und ich habe ein anderes Video dazu gemacht, wie man den Ausgang findet. Das würde hier den Rahmen dieses Videos sprengen, weil das wieder 4-5 Minuten dauert. Aber ich verlinke euch das in der Videobeschreibung und dann könnt ihr das euch anschauen. Diese Grotte ist ein bisschen schwer, also ab Level 25 solltet ihr da reingehen. Wenn ihr aus dieser Grotte wieder rauskommt und ein bisschen weiterlauft, dann werdet ihr diesen Zwerg entdecken, der ist ganz wichtig, denn nur durch ihn und seine Frau könnt ihr den magischen Bogenschützen freischalten. Er gibt euch erstmal eine Quest, ihr sollt Wildblumen sammeln und die befinden sich überall in diesem Gebiet um ihn rum. Ihr müsst ihm die Wildblumen geben und dann müsst ihr ihn zu seinem Haus eskortieren. Das kann wirklich sehr lange dauern, weil er läuft sehr, sehr langsam, aber es gibt einen Trick. Ihr könnt ihn mit R2 oder RT hochheben und dann laufen, weil ihr seht ja die Location, wo ihr hin müsst auf der Karte. Und so geht das einfach viel schneller. Also im Endeffekt müsst ihr ihn zu ihm nach Hause eskortieren und dort ist seine Frau, mit der müsst ihr reden, bla bla bla, und sie gibt euch dann eine neue Quest und ihr müsst ihn wieder anlabern, ihn dann mitnehmen und ihn dann komplett wieder weiter eskortieren. Auf dieser Karte seht ihr nun den kompletten Weg vom Ende der Grotte bis zu unserem finalen Zielort, Vulkaninsel Lager. Auf halbem Weg werdet ihr zu einer Höhle kommen und die ist sehr gefährlich, denn dort ist ein Minotaurus-Boss. Und da solltet ihr euren Zwerg, den ihr gerade eskortiert, einfach packen und den Losbefehl für eure Vasallen anwenden, damit sie den Minotaurus angreifen und ihr rennt dann einfach mit diesem Zwerg auf dem Arm komplett aus dieser Höhle raus, damit er dem Kampf eben entgeht. Manchmal wird er abhauen, wie jetzt, und dann müsst ihr ihn wieder einfangen. Ich weiß nicht, warum er zum Gegner rennen will. Er will doch eigentlich abhauen. Aber ja, das kriegt ihr schon hin und dann macht ihr das so jetzt wie ich. Und irgendwann wird der Minotaurus aufhören, hier euch zu verfolgen. Und ihr könnt eure Vasallen wieder zurückrufen und weiterlaufen. Falls der Zwerg aus irgendeinem Grund sterben sollte, dann könnt ihr auch noch einen Lazarusstein benutzen, um ihn wiederzubeleben. Danach lauft ihr den Hauptweg einfach weiter. Ich habe euch eben die Map eingeblendet, wo ihr lang müsst. Und es ist einfach nur geradeaus nach Osten, also nach rechts. Und da kommt ihr zum Vulkaninsellager und das wird von Gegnern belagert. Ihr müsst ein paar Gegner ausschalten und dann seid ihr finally drin. Und jetzt seht ihr erstmal unkommentiert den Weg zur Ziellocation.
looks promising. Any ideas as to how we might reach it? Still. Der Typ, der mich gerade angesprochen hat, ist wichtig für die Kriegsmeisterlaufbahn. Habe ich in einem anderen Video gezeigt, aber ja, wir machen jetzt weiter mit diesem Zwerg und wir müssen dann zu diesem kleinen Händler hier und dort schicken wir dann den Zwerg in das, ja, Dampfbad. Am Ende kommt dann seine Frau, redet mit uns und wir haben den magischen Bogenschützen freigeschaltet. Normalerweise lehrt sie uns auch eine Spezialattacke namens Paradox des Schützen und falls ihr sie nicht direkt bekommen habt, dann sprecht die Frau einfach nochmal an und dann sollte das klappen. Ja, und jetzt habt ihr den magischen Bogenschützen freigeschaltet. Ich hoffe, der Guide hat euch gefallen und vor allem geholfen, Leute. Falls ja, lasst gerne ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich bald mal die 10.000 Abos erreiche. Und ich würde sagen, viel Spaß noch mit dem Spiel und wir sehen uns im nächsten Video. Also haut rein und bis bald. Bye, bye.